Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier beim Cooking Simulator in unserer kleinen Pizzaküche. Wir sind gerade immer noch dabei, die Alfredo-Soße zuzubereiten. Und ich habe diesmal ein ganz gutes Gefühl. Ich glaube, diesmal wird das was. So, pass auf. 10 Gramm. So, Steuermodus. 10 Gramm. Bums. Pfeffer. 10 Gramm. Wehe, das läuft wieder irgendwie schief. So, und Parmesan 500 Gramm. Das ist ein so ein Block. Den holen wir eben aus dem Keller. Und dann wird es schon. Dann machen wir die Alfredo-Soße. Dann müssen wir noch Pesto vorbereiten. Dann müssen wir noch Teig machen. Und dann, meine Lieben, kann es aber auch abgehen. 500 Gramm. 15 irgendwas. Also langsam geht uns die Kohle raus. Weißt du, die Kohle geht langsam aus. Wir müssen nächsten Part richtig Kohle reinbringen. Alter. Ist der Parmesan da jetzt reingefallen? Ich glaube, ja. Parmesan ist drin, okay, zählt. Und eine leere Schale, okay, let's go. Bitte lass das jetzt auch schön Alfredo-Soße werden. Ja, guck mal, da steht auch Alfredo-Soße. Ich bin voller Hoffnung. Alfredo-Soße, da ist sie. Sehr schön. Gut, dann können wir die selbstgemachte Soße, die lassen wir noch, ne? Also, wenn jemand Bock hat, gibt's sie noch. Gut, dann neben der Alfredo-Soße gibt es jetzt Pesto. Alter, das auch noch. Und Barbecue. Scheiße. Okay. Dann bereiten wir mal ein Pesto zu. Ich hoffe, ich habe noch genug Geld, um das alles zu machen. Wir brauchen einen GN-Behälter. Die kosten nämlich immer 30, Alter. Das ist nicht gerade billig. So. Da kommt rein. Olivenöl. Ich guck mal, was wir dosieren müssen, was eklig ist. Walnüsse. Knoblauch wieder. 50 Gramm. Pass auf. Damit fangen wir mal an. So. 50 Gramm Knoblauch. Noch irgendwas, was eklig zu dosieren ist? Höchstens noch die Walnüsse. Das stelle ich mir noch ein bisschen eklig vor. Walnüsse 300 Gramm. Die sind irgendwie hier. Das sind 500 Gramm. Deswegen mal eben checken. Walnüsse. So. Füllenmodus. Einmal 250 Gramm. 25? 25. Und mal sehen, schüttet das Ding auch nochmal? Nein, er macht das nicht. Sehr gut. Kommt dahin. So. Dann brauchen wir Basilikum. 240 Gramm. Rosmarin, Petersilie, Basilikum. 30 Gramm. Rein. Nochmal 30 Gramm. Rein. Muss ich jetzt jedes einzelne da reinballern? Ah gut, es ist wie es ist. 120 Gramm, Hälfte haben wir jetzt geschafft. Jetzt hier nur nicht verkacken, weißt du? Basilikum, noch mehr Basilikum, sehr schön. Barbecue-Soße auf der Pizza, Alter. Schöne Pulled-Pork-Pizza oder sowas, könnte ich mir vorstellen, ne? So, nochmal 30 Gramm, sehr schön. Also, Olivenöl, 800 Milliliter. Ja, dann kaufen wir lieber neues. Wie viel ist das, ein Liter? Ein Liter, okay, jetzt müssen wir aufpassen. Da müssen wir aufpassen. 800 Milliliter, nicht zu viel, nicht zu wenig. So, 400, 500, 600. So, ganz vorsichtig. 718, jetzt machen wir mal. Ganz vorsichtig. Noch ein bisschen, 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 noch ein bisschen. Seid ihr auch so aufgeregt wie ich? Oh! Oh! 1 Milliliter noch, komm schon. Na egal. Der 1 Milliliter zu viel ist nicht so schlimm. So. Okay, dann noch ein paar Parmesan. Salz 10 Gramm. Alter, jetzt schön Zucker nehmen und dann kotzen, weißt du? So, Salz 10 Gramm. Schwarzen Pfeffer 5 Gramm. Und ein Parmesanblock, ne? Einmal 500 Gramm Parmesan. Da gehen wir wieder rein in den kalten Keller. Man kann das auch direkt natürlich über die Box kaufen, aber ich sag, wie es ist, ich finde das irgendwie voll angenehm, in diesen Keller zu gehen. Es hat irgendwie, hat was. In unseren kleinen Zutatenkeller zu spazieren
und sich da den Kram herzuholen. So, okay. Ab geht's. Rinne den Kochmixer. Wunderbar. Jetzt dürfte alles drin sein. Im Checken, dass wir nichts vergessen haben. Nee. Alles da. Auf geht's. Zack. Und jetzt den roten Knopf drücken und es aus dem Wegschmeißen. Instant kotzen. So, wunderbar. Pesto ist am Start. Dann Barbecue-Soße. Okay. Alter, da geht aber ein... Alter, was da alles reingeht, ist ja verrückt. Anpinnen. Okay, Ketchup. 500 Milliliter. Ups. Kaufen. Wie viel ist das? 500 Milliliter. Kann komplett rein. Rein damit. So, dann brauner Zucker, 150 Gramm. Produkte, Gewürze. Brauner Zucker. Das sind 500 Gramm. Okay, 150 Gramm. Eben die Schüttung einleiten. 10 Gramm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, Zucker ist am Start. Dann San Marzano Tomaten, 500 Gramm. Da gehen wir mal kurz in den Keller. Melasse, was auch immer das ist, Alter. So, wo sind die San Marino Tomaten? Das sind die guten Tomaten. Wir brauchen die guten Tomaten. Cocktailtomaten. Cocktailtomaten. Ich habe irgendwie zwei Cocktailtomaten, verwirrt mich. Chili. Da, San Marzano Tomaten. 1, 2, 3, 4, 5. Gut, dann bringen wir die auch mal weg. Tatsächlich haben die echt Wumms, ne? Das sind die guten Tomaten, ohne Scheiß. Versucht die auch für eure Pizzasauce zu kriegen, wenn ihr selber Pizzasauce macht. Ist leider nicht ganz so einfach, die hier, also zumindest bei uns hier auf dem Dorf ist es nicht so easy, an die Dinger ranzukommen. Melasse. Das scheint irgendeine Flüssigkeit zu sein. Finden wir schon. Flüssigkeiten. Melasse. Kaufen. 100 Milliliter. Okay, vorsichtig. 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 Ganz vorsichtig. Oh nein, ich drehe am Rad. Es ist ein ganz bisschen zu viel. Ich fasse es nicht. Ach, ist doch scheiße. Oh, jetzt kann ich das alles wieder wegschmeißen. Ich flippe aus. Oh. Okay, erst alles, was man schütten muss. Ohne Scheiß, das ist der Kram, wo du was falsch machen kannst. Ernsthaft. Oh, das kostet Geld. Das ist Geld, das hier wegfliegt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie viel Geld ich gerade verballer. Nur weil ich so dumm bin. So, warte, vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Einfach entspannt bleiben, Leute. Einfach entspannt bleiben. Ganz entspannt. So, Achtung, Achtung, Achtung. Okay. Genau, so muss es sein. Dann kommt Rotweinessig, 500 Milliliter. Oh, Liquid Smoke kommt auch noch. Wie geil. So. Das sind 500 Milliliter. Die können wir komplett reinschütten. Sehr schön. Rein damit. Liquid Smoke. Liquid Smoke, 20 Milliliter. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr mal Raucharoma in eine Burgersoße reinbringen möchtet, Liquid Smoke. Aber ganz vorsichtig dosieren. Ganz vorsichtig. So, Achtung, vorsichtig, nochmal 10 Milliliter. Okay, reicht. Da wollen wir keine Spielchen mitmachen. So, Paprika. Salz, Zwiebelpulver, Knoblauchpulver, Cayenne. Alter, was kommt denn da alles rein? Okay, dann brauchen wir wieder Ketchup. Das ist ja verrückt. Dann quetschen wir da einmal nochmal Ketchup rein. Brauner Zucker. 150 Gramm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, brauner Zucker ist am Start. Die Tomaten. Da wieder Tomaten holen gehen. Also was eine Folge. Ich bin heute der Soßenkönig, Mann. Ohne Spaß. Heute bin ich der Soßenkönig. Tomaten, San Manzano Tomaten. 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5.
5. Sind das 5? 1, 2, 3, 4, 5, ja. Das kannst du aber auch echt nicht im hektischen Alltagsbetrieb machen, wenn du die Pizzen am Machen bist, weil du darfst hier einfach keine Scheiße bauen. Du musst sehr viel Gefühl haben, sonst läuft's nicht. So, jetzt Paprika, 10 Gramm. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht, ne? Ne, kaufen wir eben. Gewürze, Paprika, kaufen. 10 Gramm. Dann Salz, 10 Gramm. Buff. Zwiebelpulver. Haben wir noch nicht, kaufen wir eben. Zwiebelpulver, kaufen. Super, da geht die Kohle raus, Alter. 5 Gramm. Zwiebelpulver. Knoblauchpulver, ebenfalls 5 Gramm. Und die Kohle geht raus. War auch alles der scheiß teure Scheiß. Der scheiß teure Scheiß. So. Wenn mir gleich die Kohle ausgeht, um noch Teig zu machen, haben wir ein Problem. Cayennepfeffer, 5 Gramm. Haben wir auch noch nicht. Schwarzen Pfeffer haben wir. Cayennepfeffer, 5 Gramm. Chili-Pulver, Senfpulver, Zimt. Alter, ich mache erstmal den Teig. Ernsthaft. Was kostet Mehl? 35. Ja, wo wird aber gehen? Geht noch. Geht noch. Chili-Pulver. Aber wird eng. 5 Gramm. Senf gemahlen. Das kostet halt alles Asche ohne Ende, Alter. Senf gemahlen, 5 Gramm. Hier ist aber, dann haben wir auch alles da, ne? Dann brauchen wir danach auch keine weiteren Gewürze mehr kaufen, weil wir besitzen jetzt alle. Brauche ich langsam so ein Gewürzregal. Und Zimt gemahlen, 5 Gramm. Hoffentlich den guten. Puh, so. Einmal das Rezept durchscrollen. Es sind überall Haken dran, ne? Wer hätte gedacht, dass die Barbecue-Soße so, also so schlimm wird? Wir brauchen noch so einen Behälter. So ein Behälter eben noch. Und gib ihm. Alter. Jetzt noch den roten Knopf drücken oder so. Alles wegschmeißen. Da kannst du dich wegmachen, Alter. So. Barbecue-Soße. Wunderbar. Das war ein Kampf, Alter. Sehr schön. Damit ist alles vorbereitet erstmal. Jetzt müssen wir noch Teig machen. Und zwar brauchen wir eigentlich... Ja, wir brauchen eigentlich von beiden einmal. Ich mach einmal den normalen und einmal den New York-Teig und dann haben wir alles. So. Okay, alter Bruder. Haben wir denn jetzt alle Soßen? Ja, Soßen sind alle da. Teig. Pizzateig. So, einmal anpinnen. Wir brauchen 3,5 Kilo Typo 00 Mehl. Das Ding bitte wieder aufmachen. Alter. So, los geht's. Mehl kommt rein. So. Mehl. Dann Wasser. Ich mach mal auf 2 Liter. So, 2 Liter. Und nochmal 400 Milliliter. Okay, so. Salz, 125 Gramm. Ich hoffe, wir haben noch so viel. Erstmal muss ich mein Salz finden. Ja, haben wir noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und einmal wieder auf 5 Gramm wechseln. Dann noch ein Klotz Hefe und dann haben wir es auch schon. Teig 1 fertig. Boah,
Leute, das ist aber heute aber auch wirklich, das ist, ich freue mich, wenn wir wieder Pizza backen, ernsthaft. So, Rinder mit, alle Zutaten sind drin. Deckel zu, grünen Knopf gedrückt. Teig wird fertig gemacht. Kneti, kneti, knet, knet. Da kommt's. Zack, zack, zack. Und so ein kleiner noch. Sehr schön. Damit sollten wir über den Tag hinkommen. Na komm. Stell ihn ab. Stell ihn in die Kiste. Stell ihn in die... Da, ja. Nein, komm. Wie er halt einfach nicht mag. Dann stelle ich den ein. Er möchte sich nicht abstellen lassen. Na, da steht er ja wunderbar. Ich habe eine Idee. Wir packen den einmal hier so seitlich dahin. Weil hier stört er ja mal so gar nicht. So. Wunderbar. Und ja, ich mache dann auch nochmal den New York Style. Auch wenn wir davon zwar noch haben. Aber you never know, ne? Machen wir lieber, füllen wir den auch noch einmal auf. Dann sind wir definitiv am Start für den nächsten Tag. Dann kann nichts mehr schief gehen. So, New York Style. Anpinnen. Da brauchen wir Allzweckmehl. 3,5 ist auch billiger, ne? 3,5 Kilo. Eben den Hebel wieder aufmachen. Mehl reinschütten. Lalala. So, guck mal. 3,5 Kilo Mehl ist drin. Dann Wasser. 2,3 Liter. Das geht da, glaube ich, sogar rein. Lalala. Eins. Zwei. 2,3 Liter. Und schütten. Wunderbar. 75 Gramm Salz. Wo ist mein Salz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und einmal 5. Sehr schön. Dann ein Klotz Hefe. Oh, Olivenöl. Scheiße. Ja, egal. Komm, ich bin jetzt mutig. Ich habe Hoffnung, dass ich nicht verkacke. Hefe. Bums. Olivenöl. 90 Milliliter. Okay, Leute, nicht verscheißen. Sechzig, siebzig, achtzig. Ganz ein bisschen noch, komm. Ganz kleinen Schlucker noch. Okay. Und 75 Gramm Zucker. Lal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 a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und einmal 5. Okay, damit wäre das auch alles durch. Jetzt Deckel zu, kneten lassen und dann haben wir es aber auch schon. Alter, wie, also ich sag mal so, die Vorbereitungen dauern länger als das eigentliche Pizzabacken dann. Ernsthaft. Verrückt. Ich würde auch gleich sagen, wir nehmen gleich einfach irgendwie 6 Rezepte oder so, 6 Pizzen an. Und machen die fertig. Wenn das zeitlich nicht so gut, oder machen wir mal 3. Machen wir 3. So, jetzt haben wir auch genug Teig. Wir haben alles da, es kann eigentlich nichts schief gehen. So. Teig ist hier auch ready. Ich pack den mal dahin. Bums. So. Okay. Alle Vorbereitungen abgeschlossen, Leute. Das Ding ist wieder durchgezogen. Ja, okay. Ich würde sagen, ab geht's in den nächsten Tag. Auf geht's. Ja, der Tag ist durch. Mal gucken, ob wir wenigstens noch ein bisschen Geld verdient haben. Wir haben sehr viel Ausgaben gehabt. Ja, nee. Minus 403, aber wir haben auch echt viel eingekauft, ne? Morgen müssen wir ja nicht mehr so viel einkaufen, wir haben ja jetzt erstmal genug. Bestätigen. Oh, echt jetzt? Oh Mann! Ja, Hahn ist gut. Ja. Meine Lieben, ne? Ihr hört den Hahn krähen und ihr wisst, was das bedeutet, ne? Wir machen an dieser Stelle so einen ganz kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch mal den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.